In-game haben wir den 2. Mai 2025. Es ist ein Freitag. Und in Real Life, da haben wir den 3. Mai 2024. Und es ist ebenfalls ein Freitag. Das ist eine Erkenntnis, die ich soeben erlangt habe und die ich ganz spannend fand. Die aber eigentlich auch wiederum gar nichts mit dem Safe zu tun hat. Völlig egal, aber damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer wunderbar herrlichen fränkischen Reise mit dem 1. FC Nürnberg, dem künftigen Bundesligisten. Denn ihr habt es mitbekommen in den letzten Parts. Wir haben es geschafft, meine Damen und Herren. Ein ganz kurzer Blick rein in die Tabelle. 66 Punkte aus 32 Spielen. 4 Niederlagen, die wir gerade mal einstecken mussten. 2 davon auswärts in Düsseldorf und in der Westvorstadt. 2 davon zu Hause gegen Pauli und gegen Köln. Heißt, momentaner Stand der Dinge, ja, der Club ist zurück. Und wir haben die Möglichkeit, heute mit einem Sieg gegen den SV Darmstadt 98, sogar auch mit einem Unentschieden, die Zweitligameisterschaft fix zu machen. Das ist das große Ziel. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Und daran werden wir natürlich arbeiten, inklusive Trainingsplan und was nicht alles. Wenn es euch dabei heute wieder gefällt, lasst natürlich sehr gerne ein Däumchen nach oben da. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da und verpasst nichts. Checkt wie immer sehr, sehr gerne die Links unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr euch den FM holen wollt, ist da ebenfalls ein Link. Und auf Twitch sind wir auch. Das soweit dazu. Während ich jetzt hier kurz einmal das Training einstelle, möchte ich euch noch, ja, von einem kleinen, was heißt Fauxpas, ist übertrieben, aber von etwas erzählen, das ich euch neulich hier angekündigt habe. Und zwar, ja, wie soll ich das jetzt am besten formulieren? Habe ich, glaube ich, mich in eine Aufgabe hineingestürzt, die scheinbar nicht so wirklich umsetzbar war. Also zur Info für alle, die heute im Stream mit dabei waren. Wir hatten heute ja einen FM-Stream, wo wir versucht haben, den HSV zu retten, den HSV noch irgendwie in die Fußball-Bundesliga zu bringen, mit dem aktuellen Stand der Dinge in der Fußball- bzw. in der zweiten Liga. Ich kann euch tatsächlich noch gar nicht sagen, wie das gelungen ist, weil wir haben es hier gerade 8.30 Uhr. Also wenn ich das Ganze hier aufnehme, dann haben wir noch nichts gemacht. Wenn ihr das aber seht, dann ist es schon raus. Es ist wieder völlig verrückt mit dieser Zeit. Auf jeden Fall wollte ich euch ja, das habe ich auch eigentlich euch mitgegeben, wollte ich eigentlich ja auch das Ganze für YouTube in dem schönen Projekt machen, mit dem 1. FC Köln. Die Sache ist nur die, ja, ich habe das versucht, ich habe das auch mehrmals versucht sozusagen, immer über komplett neue Wege, immer komplett neu anmoderiert und sonst was, während hier gerade alles ein bisschen hängt übrigens, aber es ist unmöglich. Also ich habe es nicht hinbekommen, in irgendeiner Art und Weise ein interessantes, cooles Video draus zu basteln, weil ich einfach immer direkt die erste Partie gar nicht erst gewonnen habe. Und ohne Sieg wird das nichts. Also, ja. Da könnt ihr euch jetzt wieder drüber lustig machen, aber ich bin einfach ehrlich zu euch. Es hat nicht funktioniert. Der 1. FC Köln ist unrettbar. Es tut mir leid. Dementsprechend hatte ich auch irgendwann keinen Bock mehr und dachte mir, nee, dann können sie mich mal. Naja, wir werden mal schauen. Eventuell gibt es dann Richtung nächster Woche nochmal was. Aber zumindest auf jeden Fall auf Twitch finde ich das ganz spannend. Das anzugehen und ja, das nur als kleine Info nebenbei. So, ansonsten glaube ich, gibt es nicht Großartiges zu besprechen. Ihr hattet nochmal 1, 2, 3 Spielervorschläge in den Kommentaren. Die habe ich dann auch jeweils nochmal scouten lassen. Guck mal, übrigens ist ein bisschen was durch, also wir gehen rein. Manchester City wird Meister in England. In Spanien Real und Barca mit einem Punkt Unterschied, das wird nochmal spannend. Paris mit, oh Gott, das seht ihr jetzt zwar gerade nicht, ich kann es euch aber ja hier mal zeigen, mit, was sind denn das, 28 Punkten Vorsprung? Naja, okay. Lazio und Milan fighten in Italien um den Titel und in der Fußball-Bundesliga, meine Damen und Herren, es wird Wahnsinn. Es wird wirklich der absolute Wahnsinn. Dieser Titelkampf in diesem Jahr, geisteskrank. Werden wir uns dann natürlich auch wieder anschauen, wenn es, oh, die Schalke, wie oft hat er getroffen? 13 Spiele, 2 Tore in Liga 3. Der Germain. Werden wir uns dann natürlich nach dem Darmstadt-Spiel anschauen, dann werden wir auch nochmal gucken, wie es in der Fußball-Bundesliga läuft. Ansonsten, die nächsten 2 Folgen, die jetzt größtenteils natürlich wahrscheinlich nicht mehr so die allzu große sportliche Relevanz haben, weil ich mal davon ausgehe, dass wir die Meisterschaft so und so eintüten. Irgendwo werden wir noch ein Pünktchen holen, beziehungsweise wer weiß, ob Köln wirklich die 2 Partien beide gewinnt. Da wird relativ wenig passieren. Die Benedetto mit einem Vertrag, sehr schön. Da wird relativ wenig in den 2 Folgen passieren, nur das schon mal für euch als Info. Wir werden die Spiele natürlich uns anschauen. Wir werden ein bisschen durchrotieren und dem ein oder anderen Spieler mal die Möglichkeit geben, da mit reinzuschnuppern.
während Grässler jetzt hier schon wieder mit uns reden will. Er will einen neuen Vertrag. Ich sage das trotzdem einfach mal ab, weil ich das nicht so ganz sehe. Wir haben das, glaube ich, versucht, ne, und er wollte irgendwie 150.000 oder so. Das sehe ich jetzt eher weniger dann für die Regionalliga. Das lassen wir mal. So, Winzheimer verletzt. Na super, 5 bis 6 Wochen raus. Es ist wieder super. Kaum öffnet die Transferperiode oder steht die mehr oder weniger an, sagen wir es mal so, verletzt sich Winzheimer. Das war letztes Mal genauso. Aber bei Winzheimer läuft auch wirklich der Vertrag einfach aus. Das ist ja schon mal das Gute sozusagen, beziehungsweise dann müssen wir uns nicht um irgendeinen Verein kümmern, der den irgendwie für Ablöse holt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, ja, speichern können wir auch mal. Gehen wir rein, Freunde. Gehen wir rein. Ich bin übrigens sehr gespannt heute Abend. Also bei mir ist gerade 8.34 Uhr am Morgen, am Freitagmorgen. Ich bin sehr gespannt auf heute Abend. Ich bin sehr gespannt auf heute Abend. Es könnte heute Abend in Liga 2 ja wirklich das absolute Debakel werden für den HSV, ne? Für den HSV. Stellt euch einfach mal vor, der HSV verliert heute Abend gegen den FC St. Pauli. Und jetzt müssen wir nochmal ganz kurz schauen. Wir machen einfach mal gar nichts. Das ist in Ordnung. Mannschaftssitzung. Wir sollten das Spiel locker gewinnen. Warte mal, das gehen wir auch noch schnell ein. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und zwar könnte der HSV heute Abend mit einer Niederlage erstens mal natürlich sich selbst komplett abschließend aus dem Relegationsrennen verabschieden und zeitgleich könnte Pauli dann in Hamburg aufsteigen. Und der Club spielt ja auch am Abend um 18:30 gegen Fortuna Düsseldorf. Also auch das wird interessant. Ich bin sehr gespannt, Mann. Die heiße Phase in den Top-Ligen oder vor allem dann natürlich in Deutschland in den jeweiligen Ligen hinten raus immer absolut genial. So, Hertha gegen Rostock 2-2 und Osnabrück gewinnt mit 2-1 gegen Magdeburg. Sind natürlich aber schon abgestiegen. Magdeburg wird vielleicht nochmal runtergezogen, aber eigentlich nicht. Nee, Schmarrn, die haben 40 Punkte, das reicht locker. Und die Hertha, wie gesagt, nur mit dem Unentschieden. Also das ist natürlich zu wenig im Aufstiegskampf für die alte Dame. Mal schauen, ob die Kollegen aus Darmstadt, das haben wir jetzt noch gar nicht so groß im Kopf, ne? Die können rein theoretisch auch nochmal ein Wörtchen mitreden. Also letzte Möglichkeit für Darmstadt, die brauchen jetzt zwingend gegen uns den Sieg, sonst ist das Thema wirklich komplett auf Seite gelegt, dann war es das, dann wird da nichts mehr passieren. So, was wir natürlich auch überlegen sollten, beziehungsweise was ich immer ganz gerne mache, ist zu gucken, welche Spieler uns potenziell verlassen und die beim letzten Heimspiel nochmal einzusetzen. Stimmt, wir spielen jetzt gegen Stojkovic, Freunde. Den wir ja so ein bisschen im Blick haben. 26 Spiele, 17 Tore, 3 Vorlagen. Das sieht schon sehr gut aus. Winzheimer, Weckesser, Horn, Framberger, Saar, Okunuki, Raman. Ist jetzt eigentlich trotzdem keiner dabei, wo ich sage, ja, müssen wir jetzt zwingend nochmal irgendwie Einsatzminuten geben. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Gustavo Puerta, der ja auch nur geliehen ist, nehme ich, glaube ich, auch nochmal raus. Da sehen wir jetzt nicht so die Notwendigkeit. Gashi darf mal mit, Sanogo darf mal mit und dann sind wir da soweit auch schon durch. Bräunig und Niklas Jahn. Bevor Niklas Jahn spielt, sollte halt Ali Lun auch mal Chancen kriegen, ne? Deswegen lassen wir das, glaube ich, mal so. Das heißt, dann machen wir theoretisch alle so, bis auf Bonazar. Achso, wir müssen aber ja noch... Nee, Moment. Can Uzun müssen wir ja noch rausnehmen. Da sagen die Gashi. Aber den werde ich nicht von Beginn an bringen. Malik Sanogo einfach mal reinschmeißen. Hätte was, aber ich glaube fast, ich werde nochmal Limnios bringen. Ich glaube, ich werde hier nochmal Limnios auf links bringen. Uzun kommt dann raus. Dann nehme ich von mir aus gerne nochmal einen... Nehmen wir einen Benito Raman von mir aus nochmal mit. Und dann passt das. Okay, das bedeutet, ich will jetzt einmal kurz hier reingehen, bis auf Bonazar. Da bin ich mir weiterhin unsicher, ob der da für die zweite spielen darf. Oder ob dann wirklich der Vertrag verlängert wird. Ich glaube normalerweise schon, aber gehen wir mal auf Nummer sicher. Die können alle 90 Minuten spielen für die zweite, wenn sie natürlich dürfen.
Und dann passt das, glaube ich, oder? Wollen wir nochmal irgendwas tun? Wollen wir nochmal irgendjemandem Möglichkeiten geben? Fragezeichen. Ich glaube tatsächlich nicht von Beginn an. Katterbach zuletzt mit nicht so wirklich guten Leistungen. Aber ich glaube, das lassen wir, Freunde. Das lassen wir. Okay, gehen wir rein. Nochmal kurz den Co-Trainer fragen. Simo, okay, bla bla bla. Sollen wir machen, wenn sie wollen, soll sie meinen. Rücknummern brauchen wir nochmal. Malik Sanogo kriegt die 26 und Gashi kriegt die 43. Wahnsinnsnummern. Und damit also rein. Letztes Heimspiel in der Fußball-Bundesliga Nummer 2 in der zweiten Liga. Bevor wir dann im nächsten Heimspiel schon eine Liga höher sind, Freunde der Sonne. Ich sag's mal so. Nächstes Jahr geht's ins Konzert der Großen. Ich freue mich. Mal gucken, ob wir da eine schlagkräftige Mannschaft bis dahin auf den Platz gestellt bekommen. Aber erstmal rein ins Spiel. Wir gucken, was das wird gegen den SV Darmstadt 98. Wir haben eine sehr gute Serie am Laufen. Darmstadt muss nochmal irgendwie alles raushauen. Und wir wollen am Ende den Meistertitel heute einfahren. Stellt euch vor, wir verlieren heute. Letztes Heimspiel und wir können die Meisterschaft nicht feiern. Das wäre nix. Lemnios kann erstmal klären. Zeitgleich Pauli gegen Paderborn. Auch nochmal sehr, sehr interessant. Und Braunschweig gegen Kiel, wenn mich nicht alles getäuscht hat. Also mal gucken, wie die Konkurrenz da so aussieht. Lemnios verliert ihn. Manu mit dem Abschluss. Manu erstmal geblockt. 2 Minuten durch. Gut von Möller-Deli. Lemnios. Melem dazwischen. Riedl. Kiel gegen Braunschweig, jawohl. Und Dresden gegen Schalke. Das dann das Torspiel scheinbar. Sehr gut. Thailand Dumann. Minute 4. Gibt es den ersten Abschluss für uns? Kastrop auf Florian Flick. Der sieht Mats Möller-Deli. Der sieht Ricardo Pepi. Ricardo Pepi geblockt. Erste sehr gute Möglichkeit. Und Flick riskant, aber hat den. Und wir starten mit ganz wenig Ballbesitz. Also das ist ja erschreckend. Das ist ja wirklich erschreckend. Wir gehen auf kontrolliert. Sollte sich natürlich im Laufe der Zeit ein bisschen anpassen. Paderborn führt übrigens gegen Pauli. Pauli wäre raus aus dem Aufstiegsrennen. Paderborn auf einmal auf Platz 3. Heieiei, Freunde. Das wird noch ein Spektakel werden, das sage ich euch. Brown auf Möller-Deli. Nathaniel Brown. Schöner Ball auf Dimitri Limni. Oh, 1-0. Was ein wunderschöner Schlenzer. 9. Saisontor. Limnios, Freunde. Limnios. Traumhaft ins lange Eck geschlenzt. Es könnte das griechische Meisterstück sein von Limnios. Guck mal. Ui. Wunderschön. Schuhen kann sich strecken, so wie er will. Er kommt da nicht ran. Wir führen mit 1-0, wären damit bei 69 Punkten und somit uneinholbar auf Platz 1. Es wäre die Meisterschaft. Ich weiß gar nicht, kann die jetzt übergeben werden heute schon? Könnten wir heute schon die Meisterschale bekommen? Die Salatschüssel? Ich weiß es gar nicht, werden wir sehen. Da wurden wir nicht eingeweiht in die Organisation als Trainer. Wir sollten uns nur aufs Sportliche konzentrieren, hieß es. Angeblich wären auch irgendwelche Meistertrikots in Druck. Aber müssen wir mal abwarten. Melem, Besuschkow, Pepi. Auf Thailand, Dumann. Über die rechte Seite. Das ist eine durchaus interessante Entdeckung, die wir da gemacht haben. Thailand, Dumann als inverser Flügelspieler über die rechte Seite wird auch potenziell eine Möglichkeit sein für die Bundesliga-Saison dann. Pflegmöller, Deli drüber. Den wir ja sonst eher zentral als BBM hatten. Aber das ist gut. Das macht Laune. So, Flo Flick sieht auch nochmal gelb. Sollen wir lieber vorsichtiger in die Zweikämpfe gehen. Ansonsten lassen wir defensiv absolut wenig bis gar nichts zu. So ein 2-0 wäre natürlich jetzt ganz gut, um dann im Laufe der nächsten Zeit... Oh, Martenia hätten wir natürlich nochmal bringen können. Schauen wir mal, wie wir führen. Wenn wir 3-0 führen oder so, dann bringe ich nochmal einen Chris Martinia ins Tor. Stimmt, fällt mir gerade auf. Naja, Kastrop, schön mitgenommen. Florian Flick. Auf Limnios, der Torschütze. Limnios, nochmal so ein Ding. Schuhen ist da. Aber den hätte er nochmal ins Lange zwirbeln sollen. Gibt den Standard. Nathaniel Brown. 41. Minute, Ball kommt rein. Besuschkow kann erstmal klären.
Mats Möller, Deli, Brown, Jelch, Ball geht dann nicht nach vorne, war abseits. Aber Paderborn macht er echt, Paderborn sag ich schon, Darmstadt macht er echt absolut gar nichts. Das sieht gut aus. 3 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Die sind auch jetzt vorbei. Wir gehen in die Pause. Wir können definitiv nochmal einen Gang zulegen. Das will ich aber auch meinen. Und dann ist die Frage, ob wir schon mal wechseln wollen. Aber ich glaube nicht. Wir warten erstmal ab. Wir warten erstmal ab und gucken. Also Ali Lun, wie gesagt, möchte ich auf jeden Fall bringen. Je nachdem, wie wir führen, auch nochmal Chris Martinia. Letztes Heimspiel, das hat er sich definitiv verdient. Hätten wir auch von Beginn an reinstellen können, habe ich ein bisschen verpeilt. Naja. Dann eventuell nochmal den Gashi bringen. Also ein bisschen gucken, die jungen Talente da durchaus zu fördern. Thailand Duman mit der Ecke. Florian Flick, wieder Thailand Duman. Zieht ihn in die Mitte, macht er gut. Thailand Duman, Schuhen. Oh, sehr gute Chance. Winkel ein bisschen zu spitz. Hätte er tendenziell eher querlegen können. Nächste Möglichkeit. Wieder Duman. Ball geht dann aber drüber. Und der erste Treffer fällt auch in Kiel. Erras trifft gegen Braunschweig. Kiel lebt wieder ein bisschen mehr. Zieht Braunschweig damit runter. Patrick Erras, der Ex-Klubberer, hält die Störche am Leben. Katterbach. Thailand Duman. Schöner Ball auf Kastrop. Wieder auf Flick, Möller, Deli, wunderschön gespielt. Aber es reicht nicht ganz zum 2-0. Wieder Flick. Kastrop. Ricardo Pepi geblockt. Nächste Ecke. Also Thailand Duman könnte man überlegen, ihn rauszunehmen, so langsam. Müsste man mal schauen, wie man es macht. Katterbach könnte auch raus, dann könnten Handwerker noch mal ein bisschen spielen. Aber gucken wir mal. Katterbach. Brown. Jelch. Auf Thailand Duman. Abgelegt Jens Kastrop. Kastrop über die rechte Seite auf Katterbach. Florian Flick, Möller, Deli. Das ist ja ein ähnlicher Spielzug, wie wir ihn schon gesehen haben. Und dann der Fehler und Darmstadt mal ausnahmsweise mit einer Konterchance über Simo. Ansonsten kommt von Darmstadt ja gar nichts bisher, aber Kempe weg. Seit langem mal wieder ein Abschluss. Ich würde sagen, in Minute 60 gehen wir da mal vorerst rein. Ja, okay, die Ecke warten wir noch ab. Kempe. Flanke kommt. Carsten, was macht der denn da? Clara. Nächste Flanke. Wieder Carsten. Limnios. Mein Gott. Kastrop. Geht am ersten vorbei. Zieht über den Flügel. Steigt drauf. Oder, ja, er geht bis zur Grundlinie. Er legt ab auf Thailand Duman. Abgelegt wieder auf Florian Flick. Schöner Ball auf Limnios. Limnios, Tor. Oh. Er macht ihn nicht. Aber Limnios mit einer sehr, sehr guten Partie. So viel kann man definitiv festhalten. So, wir bringen von mir aus gerne mal einen Edion Gashi als inversen Flügelspieler. Finde ich durchaus mal spannend. Das werden wir tun. Ein Jens Kastrop. Nee, komm nicht raus. Möller, Deli raus. Di Benedetto und Handwerker kommt für Katterbach rein. Wie gesagt, Ali Lun wäre meiner Meinung nach noch eine Option. Chris Martinia wäre noch eine Option. Und Malik Sanogo wäre vorne auch noch mal eine Option. Müssen wir mal gucken, wie wir das genau machen. Aber Gashi jetzt also mit seinem Zweitligadebüt. Darf seine ersten Minuten feiern. Das ist schön. Brown auf Jelch. Stellt euch vor, der trifft direkt. Florian Flick, Jeke. Schöner Ball auf Kastrop. Oh, steck ihn durch. Steck ihn doch durch. Steck ihn doch durch irgendwie. Oh, Freunde, das ist zu kompliziert. Das ist doch zu kompliziert. Mensch. 25 Minuten. Bleibt's dabei. Beziehungsweise kassieren wir maximal noch ein Tor. Sind wir Meister in der zweiten Liga. Jetzt schöner Ball auf Pepi, der sich auf den linken Flügel absetzt. Pepi auf Limnios. Nochmal auf Brown. Ja. Halb Schuss, halb Flanke.
Ball ist im Aus. Schuhen. Manu. Oh, das ist zu einfach. Das ist viel zu einfach. Brown kommt irgendwie nochmal ran. Es war kein Foul. Konter läuft über Limnios. Auf in Jelch. Oh, Limnios. Sehr gut. Di Benedetto. Jelch. Flick. Di Benedetto. Schöner Ball auf Kastrop. Der sieht Edion Gashi über die rechte Seite. Kann den noch im Spiel halten. Was eine Flanke. Und Pepi macht den fast rein. 68. Spielminute. Nächste Top-Chance. Oder nächste gute Chance. Ronstadt. Riedl. Klara Besuschkow. Stojkovic. Manu. Oh oh. Abgelegt. Ronstadt. Weg. Ball geht über die Latte. Ich mache mal disziplinierter und ein bisschen weniger Tempo. Und dann gehen wir rein. Werden wechseln. Die Frage ist nur, was wir machen. Aber ich glaube, ich lasse ihn mal drin. Ich bringe vorne Malik Sanogo. Wir lassen Flick erstmal weiterspielen. Also Malik Sanogo auch jetzt mit der Möglichkeit. Darf sich ein wenig beweisen. Und in Minute 85, würde ich sagen, bringen wir nochmal einen Chris Martinia. Wenn es Stand jetzt alles dabei bleibt. Honsack. Honsack. Honsack, was ein Solo. Lino Kasten hat ihn. Hält seinen Kasten sauber. Habe ich den Witz schon gebracht? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich schon. Naja. Braunschweig verschießt einen Elfer. Ach du gute Güte. Es wäre so wichtig gewesen für Braunschweig. Damit wäre man gerettet. Damit wäre man einfach gerettet gewesen. So könnte es nochmal eng werden. Handwerker. So, wir gehen jetzt mal rein. Wir werden diesen letzten Wechsel nochmal tätigen. Allerdings Martinia dann einfach nur als Torwart, nicht als Mitspieler. Darf also die letzten Minuten spielen. Könnte gut sein, dass wir den gegen Kiel nochmal von Beginn an bringen. Aber ich möchte, dass er sich jetzt hier gegen, beziehungsweise in einem Heimspiel auch nochmal verabschieden kann. Jeke. Auf Kasten. Jelch. Wieder Lino Kasten. Interessantes Highlight, das da scheinbar lädt. Brown. Auf Di Benedetto, Di Benedetto, Di Benedetto. Kommt nicht hin, Besuschkow kann klären. Fabi Nürnberger mittlerweile mit in der Partie. Und die Konterchance, Honsack auf Stojkovic. Stojkovic. Kasten ist völlig komisch heute unterwegs. Aber das ist jetzt kein Wechsel sportlicher Natur. Aber Kasten heute, also der irrt da umher. Das ist ja Wahnsinn. Kempe mit der Flanke. Vorerst geklärt nochmal. Honsack, Di Benedetto macht schön. Malik Sanogo wird den kriegen. Wir loben nochmal. Darmstadt mit der Schlussoffensive. Klara auf Honsack. Martinia ist da, es war aber abseits. 4 Minuten Nachspielzeit. 2-0 Kiel. Also das Ding in Kiel ist scheinbar durch. Die Kieler Störche leben weiterhin und haben noch die Chance, am letzten Spieltag drin zu bleiben. Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Ecke Limnios. Gibt es jetzt die Entscheidung? Die endgültige. Flanke kommt rein. Nee, Schuhen ist da. Aber wie gesagt, wir müssten ja 2 Gegentore kassieren, um nicht Meister zu werden. Das wird, glaube ich, jetzt nicht mehr der Fall sein. Di Benedetto auf Kastrop. Kastrop. Oh, nimmt Handwerker nochmal mit. Interessanter Ball, aber Tim ist dabei. Handwerker. Oh, zieht schön in die Mitte. Kastrop, Ball auf Gashi geblockt. Das wäre es gewesen. Kastrop nochmal. Tim Handwerker. Flick. Schöner Ball, Di Benedetto. Auf in Jelch. Der mit dem Fehler. Aber Jelch presst da gleich nach vorne drauf. Herrlich. Und das als IV. In Richtung gegnerischen 16er. Könnte jetzt eine der letzten Aktionen werden. Schöner Ball von Gashi auf Malik Sanogo. Sanogo kriegt den quer. Limnios ist nicht da. Es gibt nochmal die Ecke. Freunde, kommt euch die Partie auch so ewig lang vor? Aber wahrscheinlich, weil wir einfach dem Schlusspfiff entgegenfiebern. Di Benedetto. Handwerker. Jelch. Oh, wunderschön gespielt. Oh, ist das schön.
Wenn der jetzt noch quer kommt und wir den reinhauen können, es wäre eine Freude für den Standardtrainer gewesen. Aber so wird es das gewesen sein. Schuhe nochmal mit dem langen Ball. Riedel köpft ihn auf Manu und dann wird es gleich interessant. Gibt's heute die Meisterfeier in Nürnberg? Wir gucken uns das Ganze mal an. Jawohl, Freunde, jawohl, das sind wir doch. Mit dem wunderbaren 1:0 Heimsieg bekommen wir jetzt, ja, das sieht ein bisschen komisch aus, die Trophäe, aber bekommen wir das Ding überreicht. Es ist doch einfach nur ein Traum. Also, der erste FC Nürnberg gewinnt in der Saison 2024-2025 die zweite Fußball-Bundesliga. Und jetzt kommt auch das Ding und... jawohl! Freunde, ausgelassene Feierstimmung im Max-Morlock-Stadion. Wunder, wunder, wunderbar. Und damit also ist es geschafft. Das große Ziel ist erfüllt. Wir stehen mit 69 Punkten auf Platz 1 da. Jetzt gilt es dann natürlich im letzten Spiel gegen Kiel nochmal die 3 Punkte mitzunehmen, die 70er-Punkte-Marke zu knacken und dann nächstes Jahr erfolgreichen Fußball zu spielen. Herrlich. Sehr schön. Gefällt mir. Toll. Ich bin heute so stolz, genießt diesen Moment. Das können wir mitgeben. Und wir werden natürlich auf die anderen Ergebnisse blicken. Was passiert da oben im Kampf um Platz 2, / im Kampf um Platz 3, bevor es dann gegen Frank Kramer geht? Im nächsten Part. Wahnsinn. So, 11 neue Nachrichten. Wir holen den Titel. Wiesinger erklärt Erfolg zum stolzen Tag für die Fans. Der Vorstand ist froh. Gashi feiert sein Debüt. Flick begeistert mit einer 8,0. Wahnsinn. Unsere zweite spielt 0-0 gegen Hauptstadt. 17.500 für Prämien ausbezahlt, das ist tatsächlich gar nicht viel. Und dann sind wir doch da mehr als zufrieden. Sehr schön, zweites 1:0 in Folge, ne? Schalke gewinnt 3:1 gegen Dresden. Hat noch die Möglichkeit, je nachdem, was Fortuna Düsseldorf macht, in Richtung Relegationsplatz zu gucken. Aber das werden wir, wie angesprochen, natürlich uns jetzt auch einmal komplett anschauen. Das wird wahr. Also der letzte Spieltag wird geisteskrank. Düsseldorf spielt gegen die Westvorstadt. Wie geht dieses wunderbare Spiel aus? 3:3. 93. Rgota. Der KSC gewinnt und Köln auch nur mit dem Unentschieden. Also Köln ist auch noch nicht so ganz offiziell durch. Meine Güte, Freunde. Guckt euch mal diese Tabelle an. 56, 56, 57, 58. Wie gesagt, Paderborn könnte mit einem Sieg und zeitgleich bei einer Niederlage von Köln. Zeig nicht, die spielen auch noch gegeneinander. Nee, Köln spielt gegen Hertha. Boah. Und Paderborn spielt gegen Magdeburg. Das werden sie eher gewinnen. Und dann haben wir noch Schalke und Düsseldorf. Schalke spielt gegen Braunschweig. Das werden sie wohl gewinnen. Düsseldorf spielt in Duisburg. Das werden sie wohl gewinnen. Also das wird ja wahnsinnig interessant. Das wird wahnsinnig interessant. Mal gucken, wie das läuft. Unten haben wir Kiel, also die wieder die Möglichkeit haben. Die Kieler spielen am letzten Spieltag gegen uns. Die müssen also gewinnen. Und Dynamo Dresdner spielt auswärts in Rostock. Elversberg-Braunschweig. Elversberg bei der Westvorstadt. Braunschweig auf Schalke. Okay. Interessant, interessant. Und dann natürlich noch der Blick rein in die Fußball-Bundesliga. Oh, Freunde. Oh, das ist doch nicht normal. Dortmund hat irgendwie noch ein Nachholspiel gegen Augsburg. Wenn sie das gewinnen, sind sie punktgleich mit Leipzig. Die Bayern spielen am letzten Spieltag gegen Stuttgart. Leipzig spielt am letzten Spieltag in Gladbach. Und Dortmund gegen Bochum. Oh Gott. Und hier unten, der HSV ist abgestiegen übrigens. Augsburg gegen Union. Union aber schon, naja, noch nicht ganz durch. Können noch auf den Relegationsplatz rutschen. Dann schauen wir mal Werder Bremen. Bremen, Bremen, Bremen. Bremen gegen Heidenheim. Okay. Augsburg, Bochum, Hannover. Hannover gegen Frankfurt. Augsburg, wie gesagt, Union. Und Bochum haben wir schon gesagt gegen Dortmund, ne? Ne, Bochum gegen Dortmund, ja. Stuttgart. Das ist ja auch Wahnsinn, dass die da unten mit drin sind. Das ist ja völlig verrückt. Naja, wir werden sehen. Dritte Liga natürlich auch gerne nochmal der Blick rein. Kaiserslautern aufgestiegen, Wien Wiesbaden aufgestiegen. Und dann Rot-Weiß Essen, der FSV Frankfurt, Waldhof Mannheim oder Erzgebirge Aue.
Auch interessant. Essen spielt gegen Dortmund 2. Der FSV Frankfurt mit der Partie gegen Rot-Weiß Oberhausen. Die kämpfen noch. Nee, die kämpfen nicht mehr. Absteiger stehen alle schon fest. Mannheim und Aue. Da spielt Mannheim gegen 60. Und Aue gegen die Viktoria aus Köln. Freunde, das ist doch alles Wahnsinn. Das ist doch alles Wahnsinn. Aber gut, ich würde sagen, das war es erstmal soweit von mir für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Wenn ihr mehr sehen wollt, Abo da, lasst nichts verpassen. Links in der Videobeschreibung checken. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Freitag, ein wunderschönes Wochenende. Macht's gut und wir sehen uns morgen wieder mit dem nächsten und letzten Part in dieser Saison. Nämlich gegen Kiel, gegen die Störche. Macht's gut, bis dahin. Servus.